Hallo und herzlich willkommen zum vierten Tag der Week of Gnarr. Wir spielen 3 gegen 3 im gewundenen Wald, was sehr wenige Leute heutzutage tun. Soll uns aber nicht weiter stören. Wir spielen zusammen mit Lux und Riven gegen Lux, Jax und Malphite. Keine besonders gute Kombo, weder wir noch die. Wir sind eigentlich alles so One-on-One-Champions. Also Jax, ja, einzige... Ja, Malphite und ja, halt Lux, aber naja, Riven und Gnar, null Teamfight-tauglich eigentlich. Müsste ein recht ausgeglichenes Match werden, wobei halt, ja, Jax ist halt Jax, ne? OP-Champion for the win. So ist das. Und ich muss mich ein bisschen entschuldigen, wenn meine Stimme vielleicht etwas angeschlagen klingt. Ich habe gerade 3 Stunden lang Battlefield gezockt. Battlefield 3, um genau zu sein, ne? Und, haben da auch was aufgenommen für Skyline PvP. Aber das tut jetzt eigentlich nichts zur Sache. Deswegen rede ich darüber auch nicht weiter. So. Der will uns anscheinend nicht farmen lassen. Ich weiß auch nicht, warum die Lux so afraid ist. Aber der Fokus die auch richtig hart. Na, shit. Mein Boomerang hat nicht getroffen. Ja, sie haben mit Malphite halt den Vorteil, sie haben halt einen Tank. Das ist jetzt vor allem im Early ein bisschen nervig. Aber der wird wahrscheinlich auch auf Damage gehen, ja. Er hat ja jetzt noch kein Tank-Item, aber ich meine, er ist halt einfach Malphite. Der hat ja von Haus aus ziemlich viel Leben und ziemlich viel Rüstung. Und ich denke mir auch, dass er in Runen mehr Rüstung und, er hat 60 Rüstung? Ne, 42, aber 60 Magieresistenz, also 56. Oh, good job, Riven, sehr schön. Oh, lol. Nein, ich habe meinen Boomerang nicht gefangen. Shit. Das ist natürlich ärgerlich. Jetzt wurde meine Ulti, meine Passive sozusagen abgefangen von ihren Kuh. Ja, ist natürlich echt ein bisschen scheiße gegen Lux jetzt. Also, wir haben zwar auch selbst Lux, aber ich meine jetzt so vom Prinzip her, Gnar gegen, ja, Magie-Fernkämpfer ist eigentlich total behindert. Also, das ist wirklich nicht so gut. Was soll ja Gnar sollte man ja angeblich auf einen Lane spielen können. Und so an sich stimmt das auch. Nur in der Mitte ist halt einfach das Problem, dass er da sehr große Probleme haben wird. Vor allem gegen beispielsweise Fizz wird er nicht viel machen können. Ich merke gerade, ich habe Heal dabei. What the fuck, warum habe ich Heal dabei? Ah, stimmt, ich habe ihn als AD Carry gespielt, habe ich das total vergessen wegzumachen. Was wollte ich jetzt sagen? Naja, jedenfalls gegen... Ah ja, genau, Midlane. Gegen Fizz beispielsweise oder auch gegen Katarina und so. Ich habe mir jetzt einige Videos auch angeschaut. Gnar ist in der Mitte auf jeden Fall nicht spielbar, zumindest nicht, wenn man jetzt irgendwie keinen... Also wenn man jetzt einen vernünftigen Midlaner als Gegner hat, dann kann man es vergessen. Ja gut, Riven, brauchst jetzt nicht Botlane gehen, Dawn of Farm, ich bin Level 2. Ja, das sind so die Teammates, wegen denen verliert man dann. Ja, die sind jetzt am Anfang gefeedet, klauen den Farm, sind, was sind VP? Zweimal verschrieben. Versauen einem den Anfang dadurch, dass die sich einfach nicht, dass sie dich einfach nicht leveln lassen. Und dann zwar selbst übelst krass sind, aber das gegnerische Team, ja, soll es schon last hitten, wenn du schon mit draufhauen willst und nicht. Ey, ohne Scheiß, das stimmt ja nicht mit der. Mensch, du, können die auch nicht last hitten. Da wundert mich immer wieder, im Silber-Gold-Bereich irgendwie, Leute können nicht last hitten. Es war das Erste, was ich in Bronze gelernt habe, um mich hoch zu carryen, last hitten. Weil es einfach das Wichtigste ist. Wenn ich last hitten kann, kann ich gewinnen. Natürlich, du kannst dich von deinen Teammates hochcarryen lassen, du kannst Glück haben, der Gegner kann noch schlechter last hitten, dann genauso schlecht. Dann machst du es vielleicht mit ein bisschen mehr Skill wieder wett, aber so an sich, wenn du nicht last hitten kannst, dann kannst du auch aufhören, Leute zu zocken, weil wirst niemals besser als Gold werden, wenn du nicht last hitten kannst. Also nicht wirklich gut last hitten kannst. Und davon, mit gut last hitten rede ich von 200 Farm in der 20. Minute. Also, wer das nicht hinkriegt, der wird niemals was Besseres als Gold haben. Ich hab's auch nicht jedes Spiel. Bin ja auch nur Silber 1. Aber, okay. Good job. Nice, sie überlebt's. Level up. Allerdings hat jetzt Malphite das Ding eingenommen und kein Schwein hat ihn davon abgehalten.
Scheiße. Egal. Habe ich voll meinen Stun verkackt, das war nicht so gut. Aber er geht tatsächlich erstmal auf AP. Was mich an der Lux gerade echt stört, ist, dass sie jeden einzelnen Lastet verkackt, den sie machen will. Muss halt echt nicht sein. Aber Riven ist gefeedet. Der Jax ist anscheinend ziemlich scheiße, was mich wundert, weil... Ja gut, Riven, Jax countert jetzt nicht Riven direkt, aber... beziehungsweise Riven countert nicht direkt Jax, aber... Ja, wobei, oder? Weiß ich gerade gar nicht auswendig, aber ich meine nicht. Ich meine nicht, dass sie zumindest ein direkter Counter von ihm ist. Man, gut, das heißt natürlich nichts. Ich meine, es kann auch ein Champion nicht direkt irgendwo auf einer Seite Counter stehen, trotzdem stark gegen den Champion sein. Ja, der Gank bringt uns nicht viel Schwester, wenn wir Half-Life sind. Außerdem sollten wir erst mit wieder fighten, wenn wir einen Nightar haben, weil die haben Damage Boost. Pow! Und pow! Oh Gott, voll verkackt. Jetzt war ich mal scheiße. Aber die Gegner farmen anscheinend nicht so gut. Ja, Lux zwar jetzt auch nicht, aber ich rede auch jetzt eher von Jax und Malphit. Die zusammen sind schlechter als Riven und dann ich bin besser als Lux von daher. Oder ach, ist egal, wir haben auf jeden Fall insgesamt mehr Farm als die. Ich hab's jetzt irgendwie voll kompliziert gesagt. Das hat überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Egal, ich geh jetzt back. Ich hab... Ach so, erst noch den Altar. Genau, das wollte ich ja noch machen. Okay, ich glaube, Malphit riecht den Braten. Ich glaube, Malphit hat den Braten gerochen. Beste Passive der Welt. Heilt mich einfach. Gut, hier hätte ich jetzt eigentlich gar nicht verschwenden müssen, aber naja. Hat so ganz cool ausgesehen, so Lechea. Kümmert mich nicht, wenn du mich ignitest. So, dann ja, holen wir uns einfach noch so ein Ding und ja, ein Scheiß auf Heiltränke. Heiltränke sind für Noobs. Und geht weiter. Natürlich klingelt in Endlichkeit das erste Item. Ich bitte ihn jetzt auf Off-Tank. Aber klingelt in Endlichkeit ist eigentlich immer First Item mit Gnar. Genauso wie es eigentlich auch für Jax ist. Ja, wobei, ja, bei ihm variiert es zwischen Klingelsgestürzten Königs und... Kann ich die Klingel der Unendlichkeit gerade gesagt? Zwischen Klingelsgestürzten Königs und... wisst schon, Stärke der Dreinigkeit. Bei ihm kann man da variieren, bei Gnar jetzt eher nicht so. Also ich würde trotzdem immer zumindest erst Bilgewasser und dann erst irgendwas von Stärke der Dreinigkeit kaufen, weil es einfach sinnvoller ist. Weil man halt einfach den Schaden braucht. Good job. Peng. Ich habe noch nie gegen Jax gespielt mit Gnar. Ich glaube eher, dass der schlecht für mich ist. Denke ich mir jetzt mal so, weil, keine Ahnung, sein Stun und so ist wahrscheinlich nicht so optimal. Also für mich. Ich jungle, ich jungle, ich bin ein kleiner Jungle, Gnar. Ja, was gibt es sonst noch so zu sagen zu ihm? Eigentlich nicht viel. Ich habe ihn jetzt, wie gesagt, ziemlich oft gespielt und ja, wie gesagt, es ist... Ich bin immer noch der Meinung, dass er nicht OP ist. Viele sind ja der Meinung. Instalock hat ja sogar einen Song über ihn gemacht, dass er eigentlich ziemlich OP ist und so. Irgendwie, keine Ahnung, ich finde nicht, dass der OP ist. Vielleicht einfach nur, weil ich nicht so gut bin wie jetzt ein paar andere vielleicht mit ihm. Weiß ich nicht. Aber... Keine Ahnung, ich sehe da jetzt nicht wirklich einen Grund, warum der OP sein sollte. Der Grund hat sich mir noch nicht offenbart. Keine Ahnung. Wüsste ich echt gern, was da so viele haben mit dem. Ich finde ihn halt, ich finde ihn richtig cool wegen seiner passiven Fähigkeit. Ja, das ist mal was ganz anderes. Das gibt es halt bisher so noch nicht in diesem... Also so eine Passive hat einfach niemand, ja. Und ja, auch ansonsten, ich meine gut, Doppelfähigkeiten, also dass man in einer Form was anderes hat, haben viele nieder die Lee Sin, wenn das zweimal aktiviert und solche Sachen. Das ist ja jetzt nichts Neues, aber ich finde so an sich diese ganze Idee mit dem, dass der auch dann in dieser passiven Form, dass der was Neues ist, auch andere Fähigkeiten hat. Das ist, ja gut, das nieder die im Endeffekt auch, aber und der Lee's, ja, aber keine Ahnung, das ist nochmal was anderes. Vor allem, weil es auch ein AD-Champion ist, ein Haupt-AD-Champion. Nidalee ist jetzt auch AD, Meta for the Win und so ein Scheiß, aber naja. Oh,
Lol, warum habe ich mich backgeportet? What the fuck? Ah, die campen da jetzt wahrscheinlich in dem Busch drin. Und ich werde so mega gnah. Bam. Bam. Lol. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe meinen Stun gefehlt. Wie konnte der nicht treffen? Also ich finde die Range von dem Stun viel zu klein. Ganz ehrlich, für einen neuen Champion ist die Range zu klein, weil ein neuer Champion hat OP zu sein. Und die Range ist... Nee, also damit kann ich überhaupt nicht arbeiten irgendwie. Oh mein Gott. Ja, wow. GG. GG, Riven. GG. Ja, für Lux und mich ist das Game irgendwie scheiße, für Riven natürlich geil. Na, komm mal nicht zu früh genug. Braucht man viel zu lange und Riven killt lieber Lux, was zwar jetzt nicht schlecht ist, aber der Altar ist so im Endeffekt eigentlich für uns wichtiger, weil so können wir erst recht keine Fights mehr gewinnen, was wir bisher sowieso nicht konnten. Naja. Egal, können wir auch direkt dann jetzt in 90 Sekunden wieder einnehmen. So. Ich schaue gerade wegen Farm, da bin ich noch ganz gut dabei. Lux hat jetzt auch einiges, was, ja, wenn man sich das Early angeschaut hat, nicht so gut für sie ist. Also, schon gut für sie ist, aber unüblich für sie ist. Bam. Bam. Haben die noch einen Kill gemacht? Also der Jax scheint ja echt nichts auf dem Kasten zu haben. Ich meine, gut, dass er die beiden, dass er uns gerade killen konnte. Ich meine, hä, das waren ja wohl die Abstauber-Kills des Jahrhunderts, ja. Also beide weit unter Half-Life. Das war ja echt keine große Kunst. Da hat er nicht viel dazu gehört. Das hätte auch ein Jax mit 0-12 geschafft. Deswegen halte ich den jetzt einfach mal für einen Vollpfosten. Ich hätte eigentlich schon gedacht, da wird bestimmt ein Kack-Game mit Jax, weil der jetzt trotzdem ziemlich OP ist. Ja, anscheinend nicht, ne? Anscheinend nicht. Aber wie gesagt, ich kenne mich jetzt mit Toplaner nicht so gut aus, dass ich jetzt behaupten könnte, Riven countert ihn nicht oder Riven countert ihn schon oder Jax countert sie oder irgendwie sowas. Wage ich nicht zu behaupten, weil ich es halt echt einfach nicht weiß. Also ihr beiden Kill-Verrückten solltet da mal warten, bis der Altar hier eingenommen ist. Und ich hole mir jetzt gechillt den Top-Farm, vor allem die Erfahrung vom Top-Farm. Bam, 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 bam und... Okay, Fight auf der Botlane und Riven geht, glaube ich, down. Und das ist mir gerade relativ egal, weil sie überlebt. Yeah. War alles natürlich geplant hier. Die Erfahrung und vor allem das Gold, das ich jetzt gerade bekomme, ist sehr wichtig. Weil ich habe eigentlich gar keine Items. Und im One-on-One könnte ich, glaube ich, außer Lux niemanden besiegen. Und selbst bei ihr hätte ich ehrlich gesagt Bedenken. Weil wenn sie mich richtig widerlich catcht, Q, Basic Attack, E, Basic Attack, dann ihren Schild macht, meine Q zweimal abfängt. Oder einmal abfängt, reicht auch schon. Und dann Ulti, zack, und dann, ja, Ignite, dann bin ich down. Selbst mit Mega-Gnar wäre ich dann down. Oder jetzt bin ich mit Absicht weggegangen, damit ich meinen Boomerang nicht fangen kann, oder was? What the fuck? What the fuck? Naja. Eigentlich passt da hier fast noch besser der Champion. Also die Passive mit Mega-Gnar. Weil hier so im Jungle, oder allgemein im Jungle, passt es eigentlich besser, weil er ist ja ein... Dinosaurier, die kommen ja so aus dem Dschungel, habe ich gehört, habe ich mitbekommen. Von daher, ja, wird eigentlich schon ganz gut passen als Jungler. Aber ich weiß nicht, ob ich in Jungle spielen kann. Werde ich auch noch ausprobieren. Das machen wir dann morgen. Genau im Jungle. Wobei ich glaube, da werde ich auch wieder richtig heftig reported. Genauso wie als AD Carry. Ups. Ja, war jetzt vielleicht nicht so klug, in den Jax reinzuspringen. Ah, ist ja nochmal gut gegangen. Wobei ich glaube, der hockt da noch im Busch, ne? Jupp. Die hocken da noch im Busch. Okay, wir fokussen jetzt einfach mal Lux.
Oh shit, oh shit. Bam, bam, bam. Bam, noch ein Double Kill rausgeholt. Hammergeil. Ja, ich meine, 2 für 3 ist besser als 0 für 3. Ja. Also hat er kurz danach rausgesehen, aber meine Passive hat mir da jetzt einfach mal 2 Kills geschenkt. War anscheinend auch sehr überraschend für die Gegner. War natürlich auch überraschend für die beiden, glaube ich. Also ich glaube, Lux hat jetzt nicht mit dem Damage gerechnet. Malphite glaube ich schon. Weil der ist ja auch direkt weggegangen. Als ich dann kurz davor war, mich zu verwandeln. Und Lux ist ja nochmal rangekommen. Und das war ihr Tod. Wenn sie ja so nah rangekommen, dass ich meine W nutzen konnte. Und ich meine, wie gesagt, die Range von dem Stun ist ultra niedrig. Deswegen musste da wirklich schon ultra nah rangekommen sein. Und das heißt so viel wie, sie hat es mit Absicht gemacht. Weil in die kleine Range gegen den Fernkampf-Champion geht ja niemand. Als ich mich dann verwandelt habe, Nahkampf-Champion, ich konnte die geringe Distanz nutzen und sie treffen, heißt das so viel wie, sie ist echt sehr, sehr nah rangegangen. Das heißt, sie hat das nicht expected, dass ich so viel Damage rotze. Bam. Jetzt habe ich es 5-mal erklärt. Ich glaube, jetzt hat jeder verstanden, dass Lux dumm ist. Beziehungsweise einfach den Champion noch nicht kennt. Wer weiß. Kann ich ja jetzt mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, hier einfach mal sagen, dass sie dumm ist. Ja, wobei, habe ich eigentlich schon. Bam. Tja, ich kann dich auch stunnen, Spasti. Läuft bei dir, Riven. Ich wollte gerade Jinx sagen. Hahaha, mega Lowlife überlebt. Mit mega Low. Oh Gott, was machen die denn da? Oh, oh, oh. Na. Ah. Nochmal gut gegangen. Aber war schon eine knappe Schiene. So, und ich weiß, dass gleich Jax kommen wird. Braucht ihr mir nichts sagen? Aber mega Gnar kommt auch gleich. Ich sag's euch, zieht euch warm an. Oh, da ist er schon. Da ist er schon. Und bam, noch direkt ein Slow hinterher. Verfolgt er mich immer noch? Hm, ich glaube, er hat da in den Busch dann abgelassen. Gnar kennt... Nein, you can't cut... Nein, you can't touch Gnar. Blah. Mein Englisch ist heute mal wieder total im Eimer. Aber wie gesagt, vorher 3 Stunden Battlefield gezockt. Ich glaube, es waren sogar 4 Stunden. Ich habe zum ersten Mal Battlefield 3 gespielt und direkt mal 4 Stunden. Naja. Wurde ich zu überredet. Ich habe mir damals Battlefield 3 geholt, als es umsonst war und seitdem nie gespielt. Und heute, wie gesagt, first time. Aber wie schon gesagt, hat das hier eigentlich nichts verloren. So, noch mehr Attack Speed. Kann nie schaden. Und dann bin ich jetzt eh direkt davor, mich in Mega Gnar zu verwandeln, wenn ich jetzt wieder in Fight gehe. Find's aber eigentlich auch cool, dass wenn man back ist, dass die Ablenkzeit dann runtergeht. Also nicht die Ablenkzeit, sondern die, was ist das? Wut, ne? Dass die dann runtergeht, das finde ich total cool. Bam, bam, bam. Naja, ich kriege ihn nicht mehr, schade. Ja, aber genau OP richtig. Also, die brauchen mich nicht backpingen. Wenn ich mich in Mega Gnar verwandle, dann ist wieder alles im Lot, weil dann kann ich viel mehr aushalten, habe ja mehr Magieresistenz, mehr Rüstung, mehr Leben, mach mehr Schaden. Das finde ich immer lustig, dass die einen dann backpingen, weil man ist ja ultra schwach. Das ist ja schon richtig, dass Gnar nichts aushält in der normalen Form. Aber wenn man sich daneben verwandelt, dann hält man halt ultra viel aus. Jetzt muss ich direkt weg, weil ich sonst tot bin. Hat der Ghost aktiviert? Das kann nicht wahr sein. Ich war nicht in der Range von dem Stun. Ja, Rito OP mal wieder. Das ist so ein Witz einfach. Nur man ist überhaupt nicht in der Range von seinem Rumgefuchtel und man wird trotzdem gestunt. Das ist echt ein Witz eigentlich. Also das kann es eigentlich schon irgendwo nicht sein. Ich meine, wenn er direkt... Jetzt beispielsweise.
Okay, gut, das war jetzt einfach nur schlecht von Revan und sie wurde nicht mal mehr gestunt, sie war schon vorher tot. Wie hat er das eigentlich gerade gemacht gegen Riven? Lol. Na egal. Jedenfalls war ich mit ziemlich, also wenn, dann war ich wirklich Max-Max-Range, dann wirklich nur ein Milli-Nanometer gefehlt, dass ich nicht hätte getroffen werden können. Ja, das ist Spasti, hä? Jetzt rennst du weg. Ich finde das Geräusch auch cool, wie er angreift. Was er macht, wenn er angreift. Oh, jetzt haben die Botlane durchgepusht. Komme ich doch mal gechillt von hinten. Vor allem für diese Lux, für diese schöne. Lol, die hat sich weggeflasht. Na, dann kill ich halt den. Ja, Double Kill. Wobei, den einen Kill habe ich ja gar nicht gemacht, das war ja mega Gnar. Das wäre eigentlich cool, wenn sie das machen würden, dass man Doppelkill als Gnar macht und dann ein Triple Kill als Mega Gnar und das ist dann als Doppel- und Triple Tötung für jeweils den einen Gnar zählt. Wenn ich übelst heftig getroffen, dann könnte man mit Gnar keinen Pentakill machen, das wäre voll lustig. Also natürlich nicht für denjenigen, der Gnar spielt, das wäre voll unlustig. Nimm doch den Altar, Mann! Meine Herren, du spielst denn zum ersten Mal 3 gegen 3. Altäre gewinnen das Spiel. Immer muss man alles selber machen. Ja. Ich bin übrigens gefeedet mit 8-3. Sah ja am Anfang nicht danach aus, dass es ein gefeedetes Game wird. Aber, doch, doch, bin ich schon. Bam und bam. Oh, da will er es wieder probieren, der Jaximus. Da will er es eiskalt nochmal probieren. What the fuck? Was war das bitte? Einfach mal Ulti gezündet. Einfach mal so just for the Lloyds. Oh, er hätte mir auch den Creep klauen können, aber nein, er pokt mich lieber mit seinen minus 5 Milliarden Schaden. So, ja, Toplane müsste dann schon mal einer gehen. Ich weiß nicht, Riven? Bam. So, jetzt müsste Trinity fertig sein. Ja, locker. Oh, die nehmen den Altar ein. Lol, ich habe ihn doch angegriffen. What the fuck? Ja, wobei eigentlich, den Fight könnten wir locker gewinnen. Shit, shit, shit. Schade. Schade, schade, schade. Naja, aber die Lux war jetzt gerade irgendwie voll komisch. Also, ich weiß jetzt nicht, warum sie da nicht engagen wollte. Also, hätte sie früher reagiert, hätten wir beide killen können. Also, da muss jetzt der Riven leider recht geben. Die hat jetzt gerade einfach zu krass gezögert. Naja, egal. Ich farme mich weiter hoch, beziehungsweise kille mich weiter hoch. Also nicht in dem Sinne, dass ich mich kille, sondern halt, ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, jetzt dürfte ich mir auf jeden Fall einiges kaufen können. Trinity mit absoluter Sicherheit. Und, oh, ich kann mir noch direkt einen letzten Atemzug holen. Bam und bam. Mal schauen, wie das dem Malphite gefällt. Und was dann? Dann, na, wobei, ja doch, ein Hextrinker wäre eigentlich ziemlich klug, weil die haben doppelt AP und das ist ein recht hilfreicher Schild. Ich verstehe nicht, jetzt die Riven, warum? Warum nicht einfach das Ding annehmen? Jetzt halten sie mich davon ab. Die machen Ekelschlund, die machen hundertprozentig Ekelschlund. Ups, mal wieder einen Sprung gefällt. Hatten wir auch schon länger nicht mehr. So, ich probiere mal, ob ich da was stehlen kann. Ja, weiß doch, dass sie den machen. Oh, sie haben ihn schon gemacht. Zu spät. Ja, von Riven aber auch wirklich null Reaktion. Lieber gejungelt.
Ich meine, gut, ich habe auch noch die Wave gemacht, aber ich meine, ich bin wenigstens in Richtung Top gegangen und habe nicht nur dämlich gepinkt. Nicht nur dämlich gepinkt. Ich habe auch dämlich gepinkt, aber nicht nur. So. Und bam. Wobei, Backgain. Ja, doch, Magieresistenz. Null Magiemantel. Ergibt irgendwie keinen Sinn, aber naja. Gut. Ist deren Lux besser als unsere Lux? Deren Lux ist besser als unsere Lux. Ja, wobei vom Schaden her müsste eigentlich unsere Lux besser sein. Aber von den Skillshots her ist wahrscheinlich die gegnerische besser. Wir bräuchten auch mal einen richtigen Teamfight. Bisher haben wir nur so immer so hier 2 gegen 3 mal 3 gegen 3 Fights gemacht, die eigentlich voll alle dumm waren. Voll dumm alle waren. Deswegen. Ja, bei Teamfight mit den Teams, ja, gibt's eigentlich nicht. Fängt zwischen Jax und Riven 1-1 an, dann komme ich und Lux dazu und dann. LOL. Oh mein Gott. Verstehe ich nicht. Lux und Jax, beide ultra low life. Wieso gehen die jetzt nicht rein? Verstehe ich nicht. Riven. Die könnte theoretisch auch 1 gegen 5 reingehen, ja? Wenn sie gefeedert ist. So viel Angst können die ja vom Malphite wohl kaum haben. So low life. Oh, da kommt Jax. Das kann ich jetzt nicht. Nee, oder? What the fuck machen die? Das ist doch nicht ihr Ernst, oder? Naja, da hat man jetzt Riven und Lux in ultra hyper cooler Action gesehen. Ich hab Jax und Lux ultra lowlife gemacht, bevor ich gestorben bin, ja. Töte jetzt noch beide, nachdem ich direkt gespawnt bin. Und was machen die? Die können ich zu zweit gegen drei fighten. Ja, jetzt pingen sie auch noch wie behindert, ey. Ohne Scheiß. Das nenne ich mal Teammates. Bam, alle drei alleine gekillt. Es ist so schwer ohne Scheiß. Vor allem, wenn man gefeedert ist als Riven, ey. Es kann aber nicht so schwer sein. Ohne Spaß. Naja, gut. Genug gefrustet. Viel lässt sich mit den 15 Sekunden, die uns noch bleiben, nicht machen. Außer natürlich ein bisschen zu pushen. Und noch probieren, den nächsten Altar zu nehmen. Ich glaube, selbst das schaffe ich nicht mehr. Der Jax ist gleich wieder da und der ist ultra schnell. Ja, wobei doch, das schaffe ich noch. Jetzt haben sie auch alle keinen Ekelschlund mehr. Jetzt haben wir im Fight an sich schon einen Vorteil. Tata. Was macht denn eigentlich Lux die ganze Zeit? Die steht da immer nur behindert im Busch irgendwo rum und campt anscheinend. Nice. Lux, good job. Auf einmal kann sie es. Ich hätte leider meine Klinge des gestürzten Königs schon für Dings rausgehauen. Oh, ganz knapp hat es nicht gereicht, schade. Da hat die Range vom Bumerang mich mal im Stich gelassen, wo die eigentlich ziemlich groß ist. Ja, wir könnten jetzt, naja, beide Inhibitortürme nicht, aber einen auf jeden Fall machen. Ja, wobei doch, theoretisch schon beide, was wir mit Malphite groß machen. Der kann ja nicht großartig deffen. Ist jetzt nicht so, als hätte der den über Wave Clear. Aber wenn Riven natürlich nicht auf den Tower geht, dann schaffen wir es nicht. Na gut, können wir backgehen. Hat Lux was geschafft? Auch nicht großartig. Viel. Aber naja, beide Inhibitortürme zumindest schon mal ein wenig angeschlagen. Ist auch nicht so schlecht. Und was kaufe ich mir jetzt? Genau,
Schlund von Malmortius. Und wieso kann die Lux nicht einfach weggehen? Und jetzt kaufe ich mir noch einen Frosthammer. Ja, doch, einen Frosthammer, genau. Jupp, ein Frosthämmerchen. Bam, bam, bam. Was willst denn du hier, Spast? Scheiße, der kriegt mich, der kriegt mich. Shit. Na, Ignite OP, ja. Schade, schade. Aber den Fighter hat uns jetzt eigentlich Lux versaut, weil sie hat alleine gestorben ist, ohne irgendwas zu machen. Ja, sie hat niemanden Schaden gemacht, sie hat nichts gemacht. Somit verlieren wir jetzt beide Altäre und das ist nicht gut. Oder sie machen Ekelstunde. Ich denke mir, die machen den Altar. Ohne Jax werden sie Ekelstunde wahrscheinlich gar nicht schaffen. Also ein ziemlich ausgeglichenes Spiel dafür, dass wir so viele Kills haben. Eigentlich müssten wir die übelst gleich zerstören, aber es ist jetzt wirklich nichts persönlich gegen die Lux. Also man muss einfach sagen, dass sie schlecht spielt im Sinne von ihres Skillshots und so. Ich meine, gut, vorhin im Fight, das war richtig gut gemacht von ihr. Dass er den Jax, den Lowlife, noch bekommen hat und Lux direkt mit, weil sie im Cage war. Das war eigentlich ziemlich gut gemacht, aber ich meine, vorher die ganze Zeit eigentlich nur schlechtere Aktionen, das gerade, dass er alleine gestorben ist, genauso schlecht. So. Ich denke mal, Jax macht gerade solo Ekelschlund. Oh, lol. Okay. Einfach mal weggeflasht. Eigentlich sollten wir gar nicht fighten. Wir haben keinen Altar. Aber ich denke trotzdem, dass Jax solo Ekelschlund gemacht hat. Wäre so die einzige vernünftige Erklärung, wieso jetzt die ganze Zeit nicht da ist auf der Map. Bam, bam. Diese Animationen sind so ultra langsam, aber machen einfach nur so richtig krassen Damage. Ja, der ist weg, Schwester. Was meinst du denn, was der Jax die ganze Zeit gemacht hat? Doch voll offensichtlich, Runge. Theoretisch könnte man sich ja mit Gnane Hydra kaufen, weil er ja Fern- und Nahkämpfer ist. Aber wäre natürlich dumm, weil meist most of the time im Fernkampfmodus witzen sie mindestens 50% der Zeit im Fernkampfmodus und somit macht das keinen Sinn. Oh, und da haben wir verloren. GG, da haben wir verloren. Eiskalt. Ja, da haben die einfach eiskalt gecampt. Instant Malphite-Ulti. Also, jetzt mal ohne Scheiß, was war das gerade für ein Lux-Ulti, bitte? Hä? Wirklich, ja. Ist vorbei. Muss man einfach mal sagen, hat uns die Lux schon so ein bisschen in die Scheiße geritten. Also, gut, wir hatten überhaupt kein Teamfight-Team, das natürlich auch. Jax Ultra OP Champion, klar. Wobei, eigentlich hat ja Riven ihn geowned, deswegen. Das macht eigentlich keinen Sinn, dass wir verlieren, ne? Weil so an sich hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Ja. Eigentlich hätten wir gewinnen müssen. Schlicht und einfach. Wir hätten es eigentlich schaffen müssen, aber haben wir nicht. Und das ist echt schon zu 95% Lux Schuld. Zu 95%, ja. Ooh.